Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Baphomets Fluch 2 Remastered. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen Fässerschieben gespielt und dabei uns endlich den Weg in das Lagerhaus gebahnt. Und wir gucken mal, was wir hier drinnen vorfinden werden. Zumindest sperren wir jemanden aus, das ist schon mal gut. Was haben wir denn hier an der Pinnwand? Der Typ ist weg. Unter den ganzen Papieren an der Pinnwand fiel mir ein Dokument besonders ins Auge. Ja? Ein Lieferschein von Condor Transglobal. Und die Adresse lautete Caramonte City. Oh, hier ist eine Schublade. Caramonte City, okay. Das einzig Interessante hier ist ein kleiner Messingschlüssel. Was haben wir hier noch? Ein Aktenschrank? Der natürlich klemmt, ist klar. Abgeschlossen. Was haben wir hier noch? Alle Kisten sind sorgsam verschlossen. Hier vorne ist gar nichts. Wo ist der Typ hin? Der hier war doch ein Typ. Oh. Halt! Nicht schießen! Der kleine Kerl hat ein Blasrohr. Das bestätigt meine Vermutung, was mit Nico passiert ist. Ich warte, dass er schießt, aber nichts passiert. Stattdessen will er mir wohl etwas sagen. Was? Was willst du? Er ist aufgeregt, fast verzweifelt. Was ist ihm so wichtig? Das ist eine gute Frage. Geben wir ihm den Pfeil wieder hier? Hi, ich tu dir nicht weh. Caramonte! Kommst du daher? Aus Caramonte City? Caramonte! Caramonte! Okay, okay. Mit diesem Pfeil hast du meine Freundin vergiftet. Wenn ihr irgendwas zustößt, mache ich dich persönlich dafür verantwortlich. Lutzekap! Pitu! Fnord! Fnord? Was hast du mit meiner Freundin gemacht? Oh! Ich gehe nicht ohne sie weg. Wo ist sie? Er scheint mich nicht zu verstehen. Warum ist der Schlüssel eigentlich? Was schließt man mit diesem Schlüssel auf? Oh. Fußschellen? Hey, du hast ja Handschellen an den Füßen. Wer war das? Der große Blödmann? Ich lasse dich jetzt frei, okay? Hey, komm zurück! Was jetzt? Wo ist er hin? Toll, abgehauen. Der Kleine geht zwischen den Kisten auf Tauchstation. Da kommen wir nicht hinterher, oder? Was haben wir denn hier noch? Ein Knopf. Hallo? Wo fahren wir jetzt hin? Was? Oh, oh. Gerade noch rechtzeitig. Ich habe den Lichtstrahl unterbrochen, damit sich die Tür nicht schließt. So kann niemand anders den Aufzug benutzen. Aber was jetzt? Können wir Kisten schieben? Können wir was vor? Komm hier, den Schlüpper können wir da vorhängen, oder? Das klappt nicht. Ach komm. Ein Stück Kohle. Nein, ich muss mir was anderes überlegen. Ah, warte mal, die Hundebüchse hier. Nein, falsch. Wieso falsch? Aber jetzt geht's nicht zu, oder was? Gut, mit der Kiste geht's natürlich auch. Damit dürfte sich diese Tür nicht mehr schließen. Aber die Hundebox hätte doch auch funktionieren müssen, oder? Was ist das hier mit den Luftschlitzen? Nicht? Gerade als ich mich mit der kleinen Kiste abmühe, fällt mein Blick auf den Aufkleber. Vorsicht, lebende Fracht, nicht werfen. Er soll ja auch nicht geworfen werden. Ach, guck mal, hier ist ein... Muss das schieben, oder? Keine Chance. Was immer auch in diesen Kisten ist, es ist sauschwer. Ich möchte lieber nicht riskieren, die Kiste fallen zu lassen und die lebende Fracht kennenzulernen.
Na toll. Die Statue ist viel zu schwer. Ich schaffe es nicht, sie zu bewegen. Hier ist aber ein Kran oben. Nee, eine Laufrolle. Mit einer Laufrolle ohne Seil kann ich nicht viel anfangen. Ach Mensch, ist ja alles kaputt hier. Haben wir noch irgendwas? Hier ist ein Fenster. Dieses Fenster kann man nicht aufmachen. Das ist schlecht. Kann man die Tür aufmachen hier? Ein massiver Balken versperrt die Türen. Diese Türen lassen sich nicht öffnen. Ist hier noch irgendwas? Ach, hier gibt's Knöpfe. Was ist das? Schalter und ein Knopf. Ich drück mal den Knopf. Nichts passiert. Könnte daran liegen, dass der Aufzug schon hier auf diesem Stockwerk steht. Okay, was ist der Schalter? Oder oh! Das war aber eben nicht zu sehen, oder? Hier ist eine Geheimtür. Das war eben nicht zu sehen. Auf dem Boden ist ein halbrunder Kratzer, so als wäre in der Wand daneben eine Tür geöffnet worden. Ja, dann mach doch mal auf. Meine Finger fühlen den Umriss einer Geheimtür in der Wand. Plötzlich ertaste ich einen kleinen, runden Pfropfen, der völlig plan in die umgebende Holzverkleidung eingelassen ist. Das Gesicht. Ah. Genau das hatte ich doch gehofft. Ein Geheimraum. Nico. Ah. Wollen wir sie befreien? Du hast die Bonus-Comics freigeschaltet? Juhu! So, wir nehmen erstmal die Statue hier mit. Ruhig, Nico. Erst die Statue. Schau dir das hier mal an. Es ist eine kleine Statue einer knienden Figur mit einem aufwendigen Kopfschmuck. Der Kopf ist scheußlich, mit riesigen, starren Augen in einem halbverwesten Gesicht. Hey, irgendjemand versucht, hier Lobino-Puppen zu verkaufen. Wollen wir sie befreien? Wir reden mal mit ihr. Halt still, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Oh, bitte nicht. Au! Sei froh, dass du keinen Schnurrbart hast. Das wird ja auch Zeit. Du hättest mir ruhig zuerst helfen können, statt dir sofort alles zu schnappen, was hier rumliegt. Nicht so laut, die hören dich sonst noch. Mach diese Seile ab und zwar sofort. Bei deiner Laune ist das vielleicht keine so gute Idee. Wo ist Pablo, der große Typ? Aus dem Rennen. Er verträgt keinen Wein. Ist okay? Natürlich nicht. Binde mich augenblicklich los. Was ist denn mit ihr? Ein Danke, George, dass du mich gerettet hast. So, und wie geht's dir jetzt? Ach, danke, George. Das siehst du. Wie um alles in der Welt hast du mich gefunden. Ja. Ich wusste, dass Aubier in Marseille gewesen ist. Aber das ist doch jetzt unwichtig. Warum erzählst du mir nicht der Reihe nach, was hier los ist? Angefangen bei diesem Maya-Stein. Ich habe ihn von einem von Karsaks Männern in Paris bekommen. Eigentlich hatte ich eine Ladung Drogen erwartet. Drogen? Ja. Der Beweis, den ich brauchte, um Karsaks Schmugglerring aufliegen zu lassen. Ich hatte es so eingefädelt, dass ich als Kurier für ihn arbeiten sollte. Ich wollte sofort zu Inspektor Mouet gehen, sobald ich den Beweis hatte. Aber statt der Drogen, die ich erwartet hatte, schickten sie mir diesen Stein. Um mehr darüber herauszufinden, rief ich Professor Aubier an, der mich in sein Haus einlud. Zumindest dachte ich, es sei Aubier. Ich verstehe das nicht. Wenn Karsaks Geschäftszweig die Drogen sind, warum will er dann unbedingt diesen Stein in die Hände bekommen? Vielleicht hat der eine bestimmte Bedeutung für die Menschen in Mittelamerika. Es könnte irgendwie Karsaks Mittel sein, sie zur Arbeit für ihn zu zwingen. Auf jeden Fall müssen wir hier raus. Ja, da stimme ich zu. Nico, warte! Ach, dann haut die schon wieder ab hier. Wir können den Aufzug nicht benutzen. Wenn dieser Schlägertyp Pablo sich wieder erholt hat, wartet er da auf uns. Wir müssen aber irgendwas tun. Wo führt diese Tür hin? Ich bin mir nicht sicher. Das ist nur da hinlaufen. Da war ja nichts weiter, ne? So, komm her, Nico. Wir unterhalten uns erstmal hier.
Ach, herrje. Okay, erzähl mir mal, was du über die Condor weißt. Condor Transglobal exportiert Azteken- und Maya-Kunstwerke von Mittelamerika nach Europa. Aber das ist nur eine Fassade für ihr wirkliches Geschäft. Drogenschmuggel. Welchen Beweis hast du dafür? Noch gar keinen. Okay. Weißt du, von wo aus die Condor arbeitet? Von Mittelamerika aus, einem Ort namens Caramonte. Den Namen habe ich unten auf einem Zettel gesehen. Erzähl mir mal was über diesen Karsak. Naja, ich habe ihn nur ein paar Minuten gesehen, aber er macht mir Angst. Und ich habe den Eindruck, dass auch Pablo nervös war, wenn der in der Nähe war. Seine Augen, wie die eines wilden Tieres, eines Tigers. Das hat mich am meisten erschreckt an ihm. Er sah so unberechenbar und gefährlich aus. Okay, arme Nico. Wusstest du, dass Aubiers Frau ein Filmstar war? Nein, ich wusste nicht mal, dass er überhaupt verheiratet war. Ach so? Was ist mit ihr geschehen? Sie ist gestorben, offenbar unter mysteriösen Umständen. Wie mysteriös? Ich habe gehört, sie ist ermordet worden, vielleicht sogar von Aubier selbst. Ein Mörder? Was? André hat gesagt, er sei so etwas wie eine Berühmtheit. Also da haben wir andere Sachen gehört, oder? Hast du da vorhin was von Inspektor Moet gesagt? Ja. Erinnerst du dich noch an ihn? Ja. Natürlich, aber ich dachte, der sei tot. Oh nein. Er tauchte wieder auf, nachdem etwas Gras über den Templerfall gewachsen war. Als er herausfand, wer alles bei den Neo-Templern mit drin hing, tauchte er in der Versenkung unter. Moet wusste mehr, als gut für ihn war. Weiß er, dass wir in den Fall verwickelt waren? Wenn er etwas weiß, sagt er zumindest nichts. Trotzdem ist er ganz plötzlich befördert worden. Interessant. Hat dir dieser Indio was angetan? Wenn man mal von Entführung, Drohungen und Fesseln absieht, nein. Was ist mit dem kleinen Kerl? Ich glaube kaum, dass er weiß, wo er ist oder was er hier tut. Der Große, Pablo. Er hat Titi Poco aus dem Dschungel mitgebracht. Titi was? Titi Poco. Ich habe gehört, wie Pablo den Zwerg so genannt hat. Titi Poco. Und das ist ein Pfeil hier. Erkennst du das Ding hier wieder? Ist das der Pfeil, mit dem sie mich ausgeschaltet haben? Genau der. Ich habe ihn als Souvenir behalten. Und er grinst. Hast du auch nur die leiseste Ahnung, wer das hier sein soll? Ich kenne mich mit Maya-Gottheiten nicht sonderlich gut aus, George. Aber wie immer er heißen mag, er ist auf jeden Fall potthässlich. Das stimmt. Und das hier? Das hier habe ich in deiner Handtasche gefunden. Oh, das war ein Geschenk. Ich weiß, ich habe die Karte gelesen. Weiß der Himmel, was André sich dabei gedacht hat. Das weiß sogar ich. Ist doch wohl offensichtlich. Schau mal, der kleine Kerl unten war mit den Dingern gefesselt. Das muss Pablo gewesen sein. Kann ich ihm nicht mal übel nehmen, der Winzling ist gefährlich. Bist du immer noch sauer wegen des Giftpfeiles? Natürlich bin ich sauer. Oh du komm, dieser kleine Giftpfeil. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben schon wieder so viele Gegenstände. Was ist das hier? Das Stück Klebeband, mit dem der große Indio Nico geknebelt hatte. Aubiers Kontoauszug. Das ist die Statue? Das ist das Seil, mit dem der große Indio Nico an den Stuhl gefesselt hatte. Junge, was für ein Souvenir. Also Seil hört sich schon mal gut an. Es wäre leichter, das Seil erst an der Statue zu befestigen. Dann mach es doch. So eine klugen Ratschläge geben hier, ja. Also hätte er doch dann gleich selber anbinden können. Um den Hals. So. Jetzt sollen wir das Seil nehmen, ne, und dann nach oben anhängen, richtig? So. Das Seil reicht nicht bis an die Laufrolle. Ah, wir müssen den Hubwagen hochschieben. Ich habe nicht genug Platz, um den Griff zu bewegen. Das heißt, weil er das hier nicht transportieren will, müssen wir die Kiste wieder hinstellen, oder was? Ich kann die Kiste nicht wegschieben. Ich muss erst den Lichtstrahl mit etwas anderem unterbrechen. Mit einem Schlüpper. Ah, warte mal, mit einem Klebestreifen? Ah. Mit etwas Glück verhindert das Band, dass sich die Türen schließen. Dann kann der Indio den Aufzug nicht benutzen. Na, dann gucken wir mal. So, jetzt können wir wahrscheinlich die Kiste endlich bewegen. Na, bombig. Und jetzt können wir die wegschieben. Natürlich von der anderen Seite.
Ja, Vorsicht. Und die rennt einfach durch. So, jetzt können wir den Hubwagen nämlich nach oben drücken. Jawohl. Die Palette hebt sich etwa 10 cm über den Boden und ich spreche ein stummes Dankgebet an den unbekannten Erfinder der Hydraulik. Was um alles in der Welt machst du da? Psst. Ich versuche, die Statue hochzuheben, damit ich sie da oben einhaken kann. Und das soll uns irgendwie weiterhelfen? Ja. Ich beschäftige mich nun mal gerne manuell in Zeiten erhöhten Stresses. So, dann nehmen wir mal das Seil und hängen es jetzt endlich in den Haken da oben ein. Und jetzt lassen wir das Ding hier wieder runter. Und dann müsste die da oben freischwebend hängen. Und jetzt, das ist nämlich eine Laufschiene mit Schwung. Die Statue ist zu schwer. Ich schaffe es nicht, sie allein zu bewegen. Oh, Nico. Komm her. Wisst ihr? So, bumm. Mal gucken. Könntest du mir kurz dabei helfen, diese Statue wegzuschieben? Wozu? Das hier, meine Liebe, ist unsere Fahrkarte in die Freiheit. Wenn du es sagst, mein Lieber. Also die ist, irgendwie sind, es ist die Gefühlslage sehr frostig zwischen uns, oder? Okay, schieb. Und los geht's. Jawohl. Großartiges Teamwork. War schön, mal wieder mit Ihnen zu arbeiten, Mr. Stobbart. Ey, ich hab dich gerettet. Mann, warum ist diese so eisig kalt? Das habe ich gar nicht gesehen, dass da oben noch was war. Und was können wir hier machen? Hier ist ein Drahtseil. Ja, hier rüber. Ich stelle mir gerade vor, wie ich mit meinen bloßen Händen an diesem Stahlseil hänge. Aber es ist mir doch etwas zu weit zum anderen Ende des Seils, um auf diese Weise zu fliehen. Na dann nehmen wir die Schlüpper, komm. Das bringt's nicht. Ach Mensch. Dann nehmen wir die Handschellen. Nico, ich habe eine prima Idee. Festhalten. Nein. Was soll denn? Zurück in Paris. George, wo bist du gewesen? Kümmere dich nicht darum. Hast du den Maya-Stein? Vielleicht, aber... Diskutier nicht, André. Gib George den Stein. Naja, natürlich, wenn du es sagst, Nicole. Ach, der Typ. Vielen lieben Dank, André. Georgie hat mir erzählt, du wärst gekidnappt worden, meine Liebste. Ich freue mich, dass er sich offenbar geirrt hat. Oh, aber es stimmt. Wenn George nicht gewesen wäre, dann stünde ich jetzt nicht hier. Es ist noch nicht vorbei. Karsaks Schläger werden weiter nach dem Stein suchen, darauf kannst du dich verlassen. Die beste Spur, die wir haben, führt nach Caramonte. Caramonte? Das liegt in Mittelamerika. Ach. Daher bekommt Ubier seine Kunstwerke. Das ist alles, was wir noch wissen mussten. Komm, George.